Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Die Löwenstadt Braunschweig in Niedersachsen. Wahlkreis und Heimat von Florian Bernschneider. Er ist der jüngste Bundestagsabgeordnete Deutschlands. Heute besucht er das Haus der Wissenschaft. Braunschweig war im Jahr 2007 Stadt der Wissenschaft. Nirgendwo in Europa wird mehr geforscht als hier in meinem Wahlkreis. Und das wissen viel zu wenig Leute. Und deswegen ist mir das Thema wichtig und ich versuche das irgendwie zu unterstützen. Und darum sucht Florian im Wissenschaftsmuseum nach schlagkräftigen Argumenten. Ich habe die Ausstellung hier, die Expedition Materia, eröffnet und war bei der Eröffnungsveranstaltung, durfte ein Grußwort sprechen, aber ich hatte keine Zeit mehr, mir die Dinge anzuschauen. Und deswegen habe ich gedacht, hole ich das heute nach. Florian liegen die lokalen Projekte in seiner Heimat Braunschweig sehr am Herzen. In Berlin kann er sich politisch für sie stark machen. Ich würde sagen, ich bin sehr verwurzelt mit Braunschweig. Ich bin in Braunschweig geboren, hier aufgewachsen. Ich habe als junger Mensch immer gedacht, ich muss hier raus, weil die Stadt viel zu klein ist. Aber mittlerweile, wo ich Berlin kenne, merke ich eigentlich, dass Braunschweig genau die richtige Größe hat. Es ist spannend, der Wechsel zwischen Berlin, dieser riesigen Stadt, wo es viel zu erleben gibt, und eben Braunschweig, der eher kleineren Stadt. Aber da kennt man eben viele und genau das macht's aus. Jetzt geht's aber wieder nach Berlin zu Daniela Kolbe. Daniela ist 30 Jahre alt, Mitglied des Deutschen Bundestages und studierte Physikerin. Ihr Motto: Die Welt ist veränderungsbedürftig und sie ist veränderbar. Daniela ist Parteimitglied bei der SPD. Hallo, mein Name ist Daniela Kolbe, ich bin 30 Jahre alt und sitze für die SPD im Deutschen Bundestag. Im zarten Alter von gerade einmal 16 Jahren war Daniela von der Politik fasziniert. Daher trat sie der Sozialistischen Jugend Deutschlands und später den Jusos bei. 2009 wurde die gebürtige Thüringerin in den Bundestag gewählt. Heute möchte sich Daniela in ihrem Wahlkreis Leipzig über eine Forschungsarbeit im Max-Planck-Institut informieren. Die Arbeit im Wahlkreis ist sehr wichtig für meine Arbeit in Berlin. Ich mache gerade eine Sommertour, das heißt, ich reise durch verschiedene Vereine, Unternehmen. Und natürlich bei so einem Termin wie jetzt hier nehme ich ganz konkrete Aufträge mit, um auch was für meinen eigenen Wahlkreis auch zu tun. In ihrer politischen Arbeit legt die 30-Jährige besonderen Wert auf den Umweltschutz. Und auch der kostet Geld. Wir geben als Politik gerade sehr viel Geld aus, um Biodiversität, also Vielfalt von Tieren und Pflanzen, zu erforschen und zu erhalten, weil erstmal natürlich jede Pflanze und jedes Tier einen unbezahlbaren Wert hat und weil aber auch jede Pflanze, die verschwindet, auch möglicherweise uns als Menschen ganz viel kostet. Ich wünsche mir, dass die Frau Kolbe die richtigen Connections hat in der Politik, um die richtigen Ansprechpartner zu finden, die dann auch Geld locker machen können. Deshalb bedeutet für Daniela Politik, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Die Nachhaltigkeit von Mensch und Natur liegen der jungen Anpackerin am Herzen. Ich muss sagen, dass ich das schon ein sehr emotionales Thema finde, weil die 4 Arten vom Aussterben bedroht sind. Und ich es gut finde, dass dieses Projekt alles daran setzt, dass der Lebensraum dieser Affenarten erhalten bleibt. Eben noch in Leipzig, jetzt schon wieder in der Bundeshauptstadt Berlin. Als Politiker muss man vielseitig sein und schnell zwischen verschiedensten Themen hin und her springen können. Gipfeltreffen Ost heißt die Podiumsdiskussion, zu der auch Daniela eingeladen wurde. Gipfeltreffen Ost ist ein Treffen, zu dem Mitteldeutscher Rundfunk und die Bundeszentrale für politische Bildung einladen. Interessiert mich insbesondere, weil ich im Kuratorium der Bundeszentrale auch sitze. Und die laden die ehemaligen Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder ein, über ihre Erfahrungen und ihre Einschätzungen zu reden. Und ich bin jetzt hier, weil ich auch Berichterstatterin bin für den Aufbau Ost. Ich komme ja aus Leipzig und deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Als Berichterstatterin des Aufbau Ost wird Daniela auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung immer wieder mit der Frage nach den Unterschieden zwischen Ossis und Wessis konfrontiert. Wenn man sich bestimmte Zahlen anschaut und sie nach Ost und West aufsplittet zum Beispiel, dann merkt man, dass im Bereich Forschung zum Beispiel es noch ein großes Thema ist. Und ich merke es manchmal auch in der Frage, wie sind Politiker so drauf? Ich finde, man merkt da den Unterschied, ob ein Ossi vor einem steht oder ein Wessi. Also Ossis sind vielleicht nicht ganz so
extrovertiert, sondern vielleicht ein bisschen mehr auf die Inhalte konzentriert. Zurück nach Leipzig in Danielas Heimat. Jetzt ganz privat und unpolitisch, wenn es ihr Freundeskreis zulässt. Die meisten meiner Freunde sind sehr politisch und dann redet man auch über Politik. Aber ich merke schon, seit ich im Bundestag sitze, dass ich es auch genieße, mal überhaupt nicht über Politik zu reden, sondern über alltägliche Sachen. Weil wenn man den ganzen Tag mit Politik zu tun hat, ist das auch mal ein ganz netter Ausgleich. Gute Freunde sind für Politiker sehr wichtig, weil man als Politiker es schwer hat, auch mal eine wirklich ehrliche Rückmeldung zu bekommen. Freunde sind dann noch diejenigen, die am ehesten auch mal sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dass man auch wirklich sich selber ein bisschen einschätzen kann. Daniela ist es wichtig, die Lebenswirklichkeit ihrer Wähler nicht aus den Augen zu verlieren. Die kann nämlich im politischen Tagesgeschäft zwischen Berlin und Leipzig schnell verloren gehen. Bei Daniela scheint das aber nicht der Fall zu sein. An Daniela schätze ich besonders, sie ist ein sehr offener Mensch, sehr optimistisch. Sieht eher oder sucht eher nach einer Lösung eines Problems, statt zu gucken, warum irgendwas nicht geht. Und ja, sie ist freundlich. Das klingt jetzt etwas banal, aber sie ist einfach meistens gut drauf. Gut drauf ist heute auch Nadine Schön. Die Anpackerin vertritt im Bundestag ihre Partei, die CDU. In ihrem Wahlkreis, dem beschaulichen St. Wendel, steht für Nadine heute ein recht zünftiger Termin an. Wir gehen jetzt zum Herbstmarkt in Heusweiler. Das ist der südlichste Punkt meines Wahlkreises. Und dort wird jetzt ein Passanstich gemacht, um ja, den Stand der CDU und der FDP einzuweihen. Hallo! Hallo, Olli. Und alles klar, bis zum Gut. Hallo. 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 Hallo, guten Tag. Hallo, und? Alles klar. Hallo, und? Gut, gut hier. Hallo. Ja, liebe Heusweiler, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute zusammen mit dem Olli die ehrenvolle Aufgabe habe, euer Fass anzustechen, also eins von den beiden. Und euch allen einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns morgen dann nochmal auf dem Markt. Danke. Ja, auch solche Termine gehören zum Leben einer jungen Politikerin. O-Zopft ist, oder wie nennt man das im Saarland? Egal, der 27-Jährigen ist es wichtig, vor Ort den persönlichen Kontakt zum Menschen zu halten. Der persönliche Kontakt zu den Menschen in meinem Wahlkreis ist mir sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es gerade in den Bereichen, in denen ich arbeite, sehr wichtig, auch ja, das Feedback von den Menschen zu bekommen, die es dann wirklich betrifft. Und deshalb bin ich auch so gerne im Wahlkreis unterwegs, bei den Institutionen, bei den Organisationen. Und das gibt mir einfach sehr viel Rückmeldung. Und dabei darf man sich dann auch mal ein kühles Bierchen gönnen. Voller Körpereinsatz und vor allem Leidenschaft sind für Nadine bei diesen Ortsterminen selbstverständlich. Ich glaube, dass man den Job der Politikerin nicht ohne Herzblut machen kann. Wenn man das als Beruf oder als Job ansieht, dann kommt man, glaube ich, nicht damit klar, dass wirklich so der ganze Tag gefordert wird und das Wochenende gefordert wird und dass man auch in der Öffentlichkeit steht und die Familie mit einbezogen ist. Also man muss das schon komplett wollen und gerne machen. So mit einer 8-Stunden-Mentalität wird man, glaube ich, in diesem Job nicht glücklich. Glücklicherweise bekommt Anpackerin Yvonne Plötz beim Kampfsport in der nächsten Folge nichts auf die Nase. Ich habe am Judo viel Disziplin gelernt. Ich habe Kampfgeist gelernt und ich habe gelernt, mit dem Gegner so fair umzugehen, dass er beim Kämpfen nicht verletzt wird. Und das sind sicherlich Tugenden, die man in Politik gut gebrauchen kann. Und Johannes Vogel auf der Rettungswache. Ein politischer Notfall? Grüß dich, ich bin der Michael Adam, 25 Jahre alt, seit 2 Jahren Bürgermeister. Michael Adam, Deutschlands jüngster Bürgermeister. Ein bayerischer Querkopf? Nächste Woche bei Die Anpacker.